herzlich willkommen zum nächsten. Interessant. Zum nächsten Fiesta Chaos. Hier auf meinem Kanal. Bei Dark Messiah auf Mother Magic. Diese Mini-Onen finde ich gut. Ich weiß, ich gucke mich hier schon sehr genau um, aber ne, ist halt so. Ich glaube, hier komme ich tatsächlich gar nicht hin. Ich glaube, das ist nur optischer Natur. Wobei, ich, stimmt nicht ganz. Wenn ich es schaffe, hier drauf zu springen, kann ich mich... Nein, hält nicht. Au. Nee, es hält nicht. Anscheinend. Ja, hält nicht. Okay, was sonst hätte ich gesagt, von hier nach da... Und von da vielleicht da hoch, aber nein. Gut, dann nicht. Dann komme ich da nicht hoch. Gut, dass ich da gespeichert habe. Kappa. Was ist da drin? Den der Spiegelung brauche ich nicht. Den Schattenstahlstab eigentlich auch nicht. So. Glückstreffer wird als nächstes geskillt. Jetzt bin ich hier, okay. Die Frage ist, soll ich den Weg denn so zurückgehen? Ich glaube nicht. Weil da unten komme ich nicht mehr raus. Vielleicht hat sich der Weg oben jetzt geöffnet. Ja, also hier komme ich nicht mehr zurück. So, dann wieder hoch. Brumm. Dann muss ich wahrscheinlich durch dieses Tor da. Was anderes wüsste ich jetzt gerade nicht. Aber wie geht denn das Tor denn überhaupt auf? Ah, da ist sogar ein Hebel. Schaut nur krass aus. Ist das nicht, wollte ich gerade sagen, ist das nicht der Anfang? So, liebes Spinnchen. Steine sein. Sie bewirken das. Der Schädel ist jetzt ganz nah. Spürst du, wie er dich ruft? Der letzte Edelstein, Saret. Er schweißt uns zusammen. Kannst du mich in deinem Blut spüren wie Feuer? Oh ja, mein Prinz. Wir werden zusammen sein. Für immer. Okay.
schaut eigentlich eher aus wie eine Zecke als eine Spinne. Was weiß ich schon. So, was geht hier ab? Kann ich mal meine Schadenstahldolche ausprobieren? Wer immer du bist, wisse, dass du Boden betrittst, der den siebten Drachen Ascha und der Welt des lebendigen Geweihtes. Du hörst dich an wie eine Spinne. Tja, das Ding kostet nur 8 Mana, das ist komplett broke. Weiß gar nicht, ob ich mich da selber damit damagen kann, um ehrlich zu sein. Ach komm jetzt! Nee, kein Lust. Okay. Wo war der Mana-Trank? Du hast den Schädel der Schatten erhoben, wie es prophezeit wurde. Solltest du dich als unwürdig erweisen, wisse, dass er dich verzehren wird. Ein Ereignis, das ich gewiss genießen werde. Okay. Juckt kein! Einfach die mächtigsten Kicks überhaupt. So. Es ist 1000 Jahre her, Sareth, seit der siebte Drache uns verbannt hat vom Angesicht Ashans. Seit 10 Jahrhunderten warten wir auf die Vergeltung. Wir haben gewartet auf dich. Du wurdest uns geweissagt vom Zauberer Sar-Shazar als der dunkle Messias aus alter Prophezeiung. Du bist mein Sohn und mein Erbe. Der Herald von Feuer und von Blut. Die Kreatur in deiner Begleitung ist dein. Benutze sie nach deinem Gutdünken. Nun, nimm diesen Schädel meines alten Feindes und zerstöre das Gefängnis, das mich hält. Dies, mein Sohn, gebiete ich dir. Und wenn ich erst frei bin, wird diese Welt und jede Seele darin allein uns gehören. Der Schädel der Schatten ist nichts für deinesgleichen, Dämonenbrot. Der siebte Drache hat sich nicht geopfert, damit ein Dämonenbastard seine ganze Arbeit zunichte machen kann. Ich tue dies für das Wohl von ganz Ascha. Die Prophezeiung vom dunklen Messias endet hier. Tja, Leute, das war's dann. Danke fürs Zugucken. Das hatte ich selber nicht mehr im Kopf, dass es jetzt so abgeht auf einmal. Wach auf, mein Liebster, mein Prinz, mein Messias, und erhebe dich. Zareth, mein Liebster, kannst du mich hören? Was ist passiert? Arantia hat dich getötet.
Ich habe die Energie des Schädels benutzt, um dich wiederzubeleben. Ich fühle mich verändert. I'm undead now. Das überrascht mich nicht. Wir sind noch enger verschmolzen und du kannst über einige meiner Kräfte gebieten. Echt? Wo ist Arantia? Verschwunden mit dem Schädel. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihn aufhalten wollen. Aufhalten? Ich werde ihn töten. Die Orks haben unsere Ausrüstung. Sie hielten dich für tot. Zeigen wir ihnen, dass sie einen kleinen Fehler gemacht haben. Ich finde es so gut, wie Zareth völlig fein mit der Situation ist aktuell. Ey, deswegen kann ich da aber trotzdem noch mit meiner Magie wirken, oder? Ich habe nicht einmal meine Magie zur Verfügung gerade. Frech. Okay, ich gehe nochmal runter ins Wasser, vielleicht finde ich da was. Die Orks hielten mich für tot, aber ich bin es nicht. Und nun mache ich sie tot. Was ist das? Oh, okay. Also an das Ganze habe ich mich echt gerade überhaupt nicht mehr erinnert. Ich finde es auch gut, dass unser Charakter erstmal jetzt nichts dazu sagt, so von wegen, was hier gerade abging. Einfach nur auf der anderen Seite, oder? Ich laufe mal kurz die Richtung, um es rauszufinden. Ah, nicht ganz. Wahrscheinlich ist links die andere Seite. Also da. Da werde ich auch gleich mal langrennen, um zu gucken, ob es wirklich so ist. Geräusch komisch. Trollwesen! Ich bin kein Trollwesen. Wie blöd, dass ihr nicht schwimmen könnt. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage, die wir uns alle fragen. So. Warte mal, kann ich nicht eure Waffen mitnehmen, theoretisch? Ich kann das nicht tragen. Die Orks haben meinen Rucksack. Oh ja, und du hast keine Hände. Links, rechts, 1, 2, 10 Finger. Ach, was weiß ich. Vor allem, wie er sagt. Er hat ja mit mir geredet. Ich kann das nicht tragen. Ich habe keinen Rucksack. Na gut. Sie hat doch gesagt, ich kann über einige von ihren Kräften verfügen, die da wären. Sein oder nicht sein. Ich habe einen Stein. Ich weiß ihn nicht zu benutzen. Mini-Spiders. Okay, die Drohne muss ich mir merken. Ich kann das nicht tragen. Die Orks haben meinen Rucksack. Zarets Rucksack. Ohne das bin ich mir nackt vorgekommen. Sich nackt vorzukommen, daran ist nichts falsch, mein Lieber. Ja, das sagst du auch nur, weil du ständig nackt rumrennst. So. Erstens räche ich mich an den Spinnen und zweitens will ich wissen, was in dieser Truhe drin ist. Oh, ich muss sogar nur drauftrappen, arme Viecher. Flammengoldbarren. Da kann ich dann auch nochmal eine Waffe herstellen. Schade, dass das dann aber immer Schwerter sind. Erdfeuerschild. Klingt stark. So. Komme ich jetzt hier vorbei? Theoretisch könnte man da einfach drüber klettern. Wahrscheinlich ist das sogar so gedacht. Ich probier's mal.
Hallo? Ach, jetzt. Das erinnert mich so an Oblivion, das hier. Die Musik, die währenddessen läuft. Oder die Nebengeräusche, Nebeneffekt, wie auch immer. Das erinnert mich so an Oblivion, wenn du in so einer... Oh, wie hießen die nochmal? In so einer Ley-Linienhöhle? Oder hießen die so? Ich weiß es doch gar nicht mehr. Oh, da braucht er es aber lang. Plattenpanzer. Nice. Damit haben wir jetzt die nächste Rüstung. Auf Stufe 2, aber meine immer noch nicht. Zähigkeit 2. Könnte ich mir nicht mal holen. Aktuell. Wieso kann ich mir das nicht kaufen? Muss ich eins von den beiden fertig geskillt haben? Wahrscheinlich, ne? Dann war es sinnlos, Schießkunst zu skillen. Ich dachte, ich brauche beides. Na gut, dann ist es so. Dann skill ich Nahkampf weiter, damit ich das holen kann. Das hat man davon, wenn man Orks befiehlt, einen Schrein zu bewachen. Jeder Aspekt Aschas müsste klüger sein. Was ist das? Was hat denn der da in der Hand? Eine Klinge, eine ungeschmiedete, glaube ich. Stamm brauchen mehr Schamanen. Schamanen sehen Zukunft. Schamanen guten Rat geben. Ich komme nicht an ihn ran für den Finisher. Jetzt. Klinge, ja, aber die brauche ich nicht. Okay, dann probieren wir das doch mal mit diesem super Goldbarren da. Und ganz präzise. Oh. Oh. Wo ist der Schwertgriff? Hier. Erdfeuerschwert. Okay. Kann es sein, dass der andere Barren auch schon so hieß? Weil das war jetzt dasselbe Schwert, was ich schon hergestellt habe. Na gut. Na gut. Ich bin nicht unzufrieden damit. Okay, na gut, gehen wir weiter. Glubhungrig guckt. Noch keine Futterzahl. Warum Nanosch sagen Sie glubhungrig? Zyklop zu Nanosch und Gurda nach oben sehen. Zyklop immer nach oben sehen, wenn Zyklop hungrig werden. Ha. Nanosch und Gurdan zu zäh für Zyklop. Die Bestie kommt mir bekannt vor. Ein Zyklop in Gefangenschaft. Ich bin beeindruckt. Wahrscheinlich bewacht er den Ausgang. Komm mal her, Schätzchen. Ja, ja, vernichte ihn. Okay. Reicht das? Ja. Ist er tot?
Scheint so. Da oben ist irgendwas zum Looten. Wundervoll, einen Zyklopen zu töten. Diese Macht. Mein wundervoller Sarit. Du bist ein würdiger Erbe deines Vaters. Und auch ein würdiger Nachfolger. Ich find's gut, wie unser Charakter immer noch nichts dazu sagt. Das könnte ich auch auf den Zyklopen fallen lassen. Wahrscheinlich ist das einfach für ein paar Versuche, falls das mal mit einem nicht klappt oder so. Das schaut aber am effektivsten aus. Hier könnte man sich ganz gut verstecken vor ihm. Das muss man aufdrehen, dass man durchkommt. Vielleicht könnte man ihn da auch dazwischen quetschen. Okay, aber... Let's see. How do I come hoch there? Das wird wahrscheinlich zu hoch sein. Das kann ich nicht greifen, oder? Ja, ist ein bisschen zu hoch, glaube ich. Okay, jetzt ist nur noch die Frage, wie komme ich... Ist bestimmt überhaupt nicht so gedacht, aber... Ja, ist es auch nicht. Kann aktuell nicht viel damit anfangen. Aber das ist auch nicht tiefer, oder? Naja. Es könnte halt auch sein. Kann ich das irgendwie rausschießen? Nee. Ah. Wahrscheinlich gibt es einen normalen Weg, wenn ich weiterlaufen würde, weil ich da sowieso hinkomme dann oder so, aber das wäre zu normal. Zu normal und langweilig. Ach komm, da hätte ich doch festhalten können. Jetzt halt dich doch fest. Was bist denn du für eine? Okay. So, muss ich nochmal hoch. Über den absolut normalen Weg. Tja, das ist nicht so gut, dass die nach der Zeit verschwinden, wie ich sehe. Okay, also. Numero uno. Beziehungsweise hier, Numero uno.
Numero 2. Numero 3. 4. Eigentlich sollte dann der hier passen. Hier sollte der hier passen. Und hier kann ich dann drauf. Machen wir vorsichtshalber nochmal den hier. Und einfach nur, damit ich den einen hier wegmache, der nervt. Genau, so. Jetzt ist es theoretisch richtig. Jetzt muss ich nur noch wieder hier drauf. Okay, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht dazu gedacht, dass man das so macht. Aber ich find's lustig, wenn's dann klappt. Okay. Schock mir jetzt bitte nicht, dass das zweite ist, sonst werde ich narrt. Ja, will ich doch meinen. Wahrscheinlich könnt ihr hier schon hoch, oder? Ja, nicht ganz. Könnt hier drauf, theoretisch. Oh oh. Zehn Jahre später. Das sieht nach Assassinenkleidung aus, oder? Der Band des Meisterdiebs. Vor der Verstohlenheit 3. Das Weiche im schwarzen Leder, die bei Bewegung kein Geräusch verursacht. Im Kragen ist ein scharlachrotes G eingestickt. G wie geschickt. Schutz vor allen feuerberufenen Angriffen, wenn er getragen wird. Unzerstörbar. Vor allen. Okay, wieso habe ich eigentlich keinen Ring an? Ist total sinnlos, was ich gerade mache, aber ich finde es gerade irgendwie lustig, die Grenzen auszutesten. Nee, das hat nicht funktioniert. Aber ich bin jetzt hier drauf. Aua, wieso habe ich jetzt so viel Leben verloren? Nee, das ist useless. Wobei, warte mal. Müsst irgendwie höher kommen. Ich glaube, höher als so komme ich nicht. Okay. Lass los, Bro! Ich komme nicht mehr weg! Ich will halt schauen, ob ich hier hinkomme. Warte mal, das ist doch auch Holz. Oh. Oh mein Gott. Ah.
besser. Halt, okay. Es kann so unglaublich schnell zu Ende sein, überhaupt irgendwas noch machen zu können. Das ist schon erstaunlich. Oh. Easy. Ich hab genug von orkischen Tunneln, du nicht auch? Vorwärts. Und was ist jetzt da unten? Oder soll man sogar hier hoch? Ich bin so verwirrt gerade. Das ist, glaube ich, andersrum. Ich glaube, das ist andersrum. Ich glaube, dieser Weg da drüben führt mich runter. Ich probiere das mal aus. Ja, könnte sogar stimmen. Da unten ist die Tür. Wieso mache ich eigentlich immer noch so laute Geräusche beim Laufen? Wäre cool, wenn die auch weg wären. Darf ich ins Inventar? Hallo? Ich bräuchte einen Hallo-Counter, wie oft ich in diesem Spiel schon Hallo gesagt habe. Weil es so oft nicht das tut, was es soll. Bin fort mit dir! Oh, das ist ja auch eine. So, wir hatten schon länger kein Hallo mehr. Es muss irgendwas passieren, was Hallo hervorruft. Also ich bin jetzt gar nicht mal so überzeugt von dem Dolch bisher. Ich meine, er hat den höchsten Base Damage bisher. Aber, geht so. Ja, wahrscheinlich würde ich jetzt da runterfallen, oder? Dann, wenn ich da von da unten kommen würde. Mann, das interessiert mich jetzt, wenn ich da unten langlaufen würde. Ich meine, ich kann ja schnell runter. Es dauert ja nicht lang, da runter zu kommen. Oben speichern und dann easy. So, speichern. Ja, ich sollte vielleicht einen anderen Weg wählen, der weniger gefährlich ist. Überlebe ich diesen Sprung? Ja. Okay, den aber nicht. Okay, doch. What the fuck? Mensch, das geht ja schnell. Ja, und ihr so? Eisknorke. Wie schnell geht's wieder runter? Easy. Ich frage mich, ob wir irgendwie da hinaufklettern können. Falsche. Das war der richtige. So, das müsste eigentlich reichen.
Endlich. Wir sind diese Orks los. Und keinen Moment zu früh. Wir müssen etwas gegen diesen Ort hier unternehmen, sobald du die Macht hast. Lass uns erst hier verschwinden. Natürlich, mein Prinz. Okay, ja, ich lade jetzt nicht, weil da waren jetzt noch Items, die ich mitgenommen habe. Das passt schon. Aber, cool. Ich habe dem Spiel einfach gesagt, nö. Nö. Ich finde meinen eigenen Weg des Shinobi. Und den habe ich. Ich gucke die ganze Zeit paranoid auf den zweiten Bildschirm, ob mein Mikrofon schon wieder gemutet ist. Das ist eigentlich furchtbar, wenn das mal wieder passiert. Das ist gleichzusetzen mit dem... Habe ich die Haustür abgeschlossen? Oder die Wohnungstür? Das erinnert mich irgendwie gerade an Dark Souls. Sehr Dark Souls-ig. Eigentlich wollte ich ihn abwerfen und dann runter. Dachte ich, der hätte überlebt. Hat er aber nicht! Ja? Warte, ich helfe dir. Wo ist er denn? Okay, hier ist die Framerate gerade irgendwie im Keller. Schattenstahldolche, nice. Okay, sie bleibt auch ein bisschen im Keller, was ich sehr schade finde gerade. Noch mal so ein Erdfeuerschild. Werde ich bald Probleme mit Feuer bekommen? Wenn ich speichere und lade, hilft das? Ja. Aua. Kommt das sofort runter. Du sollst runterkommen. Oh, noch mehr einer. Oh. Ich werde was hören. Ich werde was hören. Anscheinend haben sie echt Probleme, mich zu hören. Haben wir es jetzt bald? Eine ganze Fußballmannschaft kommt da einer nach dem anderen runter. Hässlicher Mensch. Gibt er gleich hässlich. Immer wieder welche neue. Also entweder die kommen wirklich in diesen Abständen oder da kommen unendlich. Das ist echt schlimm, dass man doch manche Spiele da so verdorben wird. Weil es halt echt Spiele gibt mit einem unendlich Spawn, was total dämlich ist. In den meisten Fällen. Nicht immer.
interessant. Wieso konnte ich da hin? Naja. Diese Tür ist ja wohl eindeutig fake. Tja, aber wo ist der Knopf dafür oder was auch immer sie öffnet? Naja, vielleicht finden wir es in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis dahin.